habt ihr es alle mitbekommen, Freunde. Gestern kam die 1.19 raus und wir haben die neue Version natürlich direkt gespielt. Und wir werden heute die 1.19 erkunden, zusammen mit einem Frosch und werden zusammen mit ihm den Enderdrachen besiegen. Wenn ihr wissen wollt, Freunde, ob wir das Ganze geschafft haben, schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Abonniert auch unbedingt diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Liked und kommentiert auch sehr, sehr gerne. Das Video würde mich sehr, sehr supporten. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ihr habt es wirklich alle mitbekommen. Es ist Minecraft 1.19 heute rausgekommen. Genau heute. Ich weiß nicht, wann genau. Und wir werden jetzt direkt Minecraft durchspielen. 1.19, das allererste Mal, dass ich diese Version spiele. Aber wir werden nicht einfach so durchspielen, sondern wir werden uns einen Frosch holen. Wir werden direkt dieses neue Biom suchen, dieses Mangroven-Swamp-Ding. Und dann werden wir mit dem Frosch Minecraft durchspielen. Das Ding ist, ich weiß nur, dass man den an die Leine packen kann. Und ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen den die ganze Zeit an der Leine haben. Das ist der Plan und das Ziel für heute. Das wollen wir schaffen. Nicht wundern. Ich habe hier schon gestartet in Creative Mode, weil ich wollte probieren, ob 1.19 wirklich geht. Ich bin rumgeflogen. Alles hat geleckt. Und dann habe ich mich gekillt und wir spielen das jetzt. Aber ich wollte nicht eine neue Map generieren, weil sonst alles leckt. Ich habe nichts gemacht. Okay, okay. 1.19. Wait, wir sind drin. Digga, wir haben Ice Spikes und ein Dorf. Pass auf, wir holen uns kurz mal den Standard-Stuff. Holz, Steintools, Essen, hier aus dem Dorf. Geilo. Wir holen uns kurz unseren Standard-Equipment. Und dann müssen wir uns auf die Suche machen, um einen Frosch zu suchen. Weil wir werden heute, das ist das erste Ziel, was wir haben. Natürlich jetzt ein bisschen Equip machen, ne? Aber unser erstes Ziel ist es, unseren neuen Freund Frosch zu holen. Wir holen uns Froschi. Ja, Froschi ist so ein lower Name, aber wir nennen ihn einfach Froschi. Wir holen uns das Eisen hier auch, oder? Ja, ist ja Free Eisen. Kommt der hier rüber? Maschine. Stopp bitte. Boah, 5 Eisen, das ist ein guter Run. Ich sehe es jetzt schon. So, pass mal auf, wir machen uns einen Eimer. Und dann machen wir uns noch das hier. Und dann haben wir eigentlich alles. Wir können uns noch hier. Boah, sollen wir Betten mitnehmen? Nee, wir können glaube ich nicht Bettbomben, weil am Ende Bettbomben wir Froschi weg. Wir nehmen uns aber mal ein Bett mit zum Schlafen. Und jetzt müssen wir das neue Biom suchen. Ich weiß nur, dass es ein Sumpf ist und es ist so ein ähnliches warmes. Also ich glaube, es ist ein warmes Biom. Das heißt, hier ist schon mal schlechte Richtung. Da ist ein fetter Berg. Wir laufen hier lang. Richtung? Wie lang? Richtung Süden. Yalla. Wait, ein Sumpf. Aber das ist kein Mangroven. Ist, wenn Sumpf da ist, heißt es ab jetzt immer Mangroven? Oder heißt Sumpf immer noch Sumpf? Ja, wo ist die Kiste? Oh, hier. Okay, gönn. Oh, schön. Okay, wir gehen trotzdem mal an den Sumpf. Wait, das ist Nacht. Eventuell bekommen wir hier direkt Slime. Ich glaube zwar nicht, aber wir probieren es. Machen wir erstmal Eisenrüstung, weil wir fetten Stuff haben. Erstmal das, wichtig. Machen wir uns eine Eisenspitzhacke, aber weil wir es können. Wir machen uns eine Chestplate. Und das brauchen wir noch. Okay, wir brauchen jetzt einen Slime. Aber ich gefühlt immer, wenn ich im Sumpf... Ich Vollidiot! Ich brauche ja gar keinen Mangroven, um einen Frosch zu finden. Pipo happy! Aber wer von denen wird... Kann ich hier... Okay, das geht nicht. Okay, nee, wir brauchen wirklich eine Leine, sonst wird das alles nichts. Wir brauchen wirklich eine Leine. Und da sind zwei Endermen, die killen wir direkt. Aber wir müssen auf Schleim irgendwie gehen. Könntest du bitte eine Enderperle droppen? Hier, mein Lieber, mein Guter, mein aller Gajuza. Wait, gibt es jetzt nicht auch eine Kiste mit Boot? Wie geht das? Digga, wie cool. Ich liebe Minecraft. Ey, ich schwöre, das ist nice. Wie mache ich die auf? Hallo? Ah, sneaken. Okay, das fühle ich. Fühl ich nice. Wir brauchen aber jetzt Schleim. Da ist ehrlich ein Slime. Wait, wie viel brauchen wir für eine... Oh nein. Ja! Reicht das für eine... Ja, wir brauchen ein Slime und Strings. Ey, geil, wir haben eine Leine. Ey, wir können direkt anfangen. Ich dachte, wir brauchen hier ein bisschen... Kann der auch hier rein? Der Vollidiot. Okay, 2 Strings noch, glaube. Und dann können wir uns einen Frosch holen. Ey, no joke. Ich bin von ein paar Sachen von dem Update fühle ich nicht so. Zum Beispiel der LA finde ich absolute Scheiße. Da fände ich halt wirklich den Copper Golem geiler. Der wäre so cool gewesen, no joke. Und so ein paar andere Sachen finde ich nicht geil. Oh mein Gott, man kann Wasser ja... Oh mein Gott, das ist ja auch neu. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Aber an sich, geile Version, no joke. Wir holen auch, by the way, mal ein bisschen mehr Slime. Falls wir dann doch eventuell mal eine Leine verlieren. Okay, ich sterbe. Okay, ich sterbe actually. Zum Glück sind Skelette so ultimativ doof. Oh. Oh mein Gott.
ist eine Spinne. Oh, hat gedroppt. Und zwar zwei. Das reicht. Oder reicht das? Mal kurz checken. Das reicht. Ja, zwei Leinen. Let's go. So, und da ist er. Oh nein. Er ist nicht alleine. Aber er ist hier mit ihm. Aber der Frosch ignoriert ihn. Und wir werden uns jetzt... Oh, da ist noch einer. Wir werden uns unseren Kumpanen mitnehmen. Und zwar bist du das. Hast du es gehört? Digga, das wird so... Wie soll das überhaupt gehen? Was ist, wenn ich den jetzt mitnehme in Nether und der... Oh, wait, wir ziehen den ja auch so. Hey, kann ich mit dem jetzt die ganze Zeit laufen? Kriegt der Fallschaden? Er ist ja voll chillig. Ey, mit dem spielen wir jetzt Minecraft durch. Guckt ihn euch an. Er ist mein Homie. Ob er will oder nicht, er kommt... So. Egal, er spielt jetzt mit. Wir versuchen jetzt... Was machen wir jetzt? Wir versuchen jetzt, in den Nether zu kommen. Ja, das machen wir jetzt. Yalla. Was sollen wir... Oh nein. Oh mein Gott, Froschi. Was machst du, ja? Spinnt der? Ist es ein Zeichen, dass er hier runter will, oder was? Wo geht's denn da hin? Froschi, komm mit, wir gehen in die Höhle jetzt. Glaubt ihr, ich... Ich probier's. Froschi! Wo ist er? Oh nein, ist er tot? Froschi! Er ist weg. Aber ich habe doch extra mit F5 geguckt, er ist nicht runtergefallen. Nee, der chillt hier noch irgendwo, wartet mal. Das sind Dias. Aber das ist nicht Froschi. Aber die Leine müsste doch auch irgendwo liegen, oder? Ich glaube, das war ein Bug. Hier liegt die Leine. Aber als ob Froschi dead ist. Der muss hier irgendwo sein. No joke, der ist nicht tot. Was ist, Chat, wenn wir uns einen Frosch spawnen, aber mit Name Tag? Damit wir wissen, ob er stirbt. Ignoriert Froschi von davor. Das ist der gleiche Froschi, nur der Ebene von Froschi. Der, ich glaube ehrlich nicht, dass er gestorben ist. Ich glaube wirklich, dass er einfach, weiß nicht, wohin ist. Der ist einfach weg, Digga. Okay, passt auf. Wir haben jetzt Froschi. Sobald Froschi stirbt, bekommen wir das mit. Okay, Froschi? Guck mal. Ja, aber es war jetzt auch nicht so hoch, ne? Ja, ich weiß nicht, was... Keine Ahnung. Aber jetzt steht es auch im Chat, wenn er stirbt. Aber passiert eh nicht. Okay, wir brauchen jetzt Lava. Wir werden uns jetzt einfach hier runterbauen bis zu Lava. Ich kann nicht mehr. Wir finden einfach keine Lava. Okay. Froschi, Obacht. Okay, wir machen uns hier erstmal nochmal sicher. So, dann machen wir hier folgendes. Huhuhu, da guckst du, ne? Da guckst du. Oh. So. Okay, wir können rein. Wir gehen. Froschi? Was macht der denn da? Wir gehen jetzt einfach in den Nether mit ihm. Digga, das geht so in die Hosen. Egal, geh mal rein hier. Du gehst vor. Es geht! Froschi ist drüben! Froschi! Ich war davor legit im Nether und hab sogar nach oben geguckt, ob da irgendwo Lava ist. Und da war keine. Und auf einmal von diesem scheiß Goofy-Baum kommt da Lava runter. Neun Frosch, Digga. Da ist er, der Sumpf. Let's go. Okay, passt auf. Wir suchen uns jetzt einen Spot, wo ein paar Frösche sind. Da bauen wir ein Portal und wir gehen dann da in den Nether. Hier sind ein paar... Ja, komm, wir bauen es einfach hier. Wir bauen einfach hier jetzt unser Portal. So. Dann haben wir unseren neuen Frosch. Froschi 2.0. Du bist ja unser Wilder. Herzlichen Glückwunsch. Du kommst jetzt mit in den Nether. Erstmal laden wir vor, natürlich. Was? Froschi! Froschi! Mitkommen, 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 Froschi. Rein da, Froschi, sofort. Ich komme hinterher. Schnell, Froschi, Froschi! Hier bleiben und mitkommen. Du und ich, wir killen jetzt Blazes Amigo El de Grande Malak, verstehst du? Komm mit. Bin noch einmal rüber, wird gebannt. So, da hinten ist ein Spawner. Der ist nicht eingebaut. Wir. Froschi! Schön. Ich habe keinen Bogen. Wie machen wir das, ohne dass Froschi drauf geht? Guck mal, Froschi muss nicht an meiner Seite sein, sondern Froschi guckt zu, wie wir das machen.
Und zwar hier. Froschi, du guckst zu. Wir haben die erste. Was mit Froschi? Der Vollidiot hängt da jetzt so rum auf 7:30. Bitte, Mann, Froschi! No joke, Vollidiot, Vollidiot, Goofy, so ein dummer Oh. Was soll ich denn da machen? Komm, wir holen, nee, das ist eh ein Vollidiot gewesen, wir holen 9. Froschi 3.0, komm mit. Nein, da komm, am besten springst du jetzt auch noch von der Brücke, ja? Komm mit. Frosch, ich habe gemerkt, hier oben am Binden ist eventuell ein bisschen gefährlich. Ich hänge dich hier an, okay? Okay. Elvis. Froschi! 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 Ich bin jetzt gestorben, verdammte Scheiße! Mann! Ich hoffe, Froschi chillt da drin jetzt im Nether noch und ist da richtig entspannt. Froschi killt die Blazes gerade. Digga, der macht ja gerade Taekwondo. Wir sind zurück bei Froschi und das Wetter wird wieder gut. Das ist ein Zeichen. Mein Stuff ist da, aber Froschi irgendwie nicht. Doch, ich höre ihn. Oh nein, der ist auch wieder runterge... Er sitzt auf dem Baum wie ein Gott. Froschi hat sich versteckt. King. Hilfe. Wir haben 11 Blazes, das reicht. Okay, wir müssen Goofy befreien. Nicht Goofy, Froschi. Wir haben nur noch eine Leine. Egal. Wo gehen wir mit Froschi jetzt hin? Weg. Komm mit Froschi. Hey. Froschi! Wir brauchen nur einen blauen Wald, weil wir haben Looting. Ey, du doofe Sau. Froschi! Er hat's überlebt. King. Er ist der Auserwählte, no joke. Okay, Froschi, komm, wir gehen raus. Wir holen Enderperlen draußen. Komm, raus, 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 schnell raus! Er ist draußen. Froschi 3.0 hat Nether überlebt. Mit ihm holen wir jetzt Enderperlen. Okay, hier sind ein paar Mobs, aber keine Enderman. Doch, hier ist ein Enderman. Bleiben sie stehen, bleiben sie stehen. Oh, kann der bitte so 5 droppen oder so? Ich glaube, ich hätte noch einen machen können. Oh mein Gott, ich glaube, der hat 2 gedroppt. Geil. Oh mein Gott, ein Spider-Jockey. Oh mein Gott, ein Spider-Jockey. Ich will nicht mehr. Ja, jetzt ist Tag. Ja, wir können schon mal Richtung Stronghold laufen, jetzt wo Tag ist. Yalla! Let's go, Froschi! Oh, jetzt geht's hier lang. Okay. Können wir noch mal ein bisschen durch den Sumpf mit Froschi. Oh mein Gott. Ist das eine Scheiße, Digga. Ich glaube, es geht raus. Es geht raus ans Meer. Oh mein Gott, halt die Fresse. Ich werde hier nicht mehr. Okay, Enderman ist dran. 3 Enderperlen gegönnt. King. Ich würde sagen, wir fahren mit den Augen, die wir haben, dahin, wo wir das letzte Mal geworfen haben und suchen weiter nach End. Hey, wo ist es denn? Oh mein Gott. Guck mal, am besten ist es noch unter dem Scheiß da. Ja, wenn es jetzt gleich zurückgeht, ne? Okay, aber es ist nah hier jetzt. Wir sind sehr, sehr nah. Aber irgendwie sieht man das nicht, aber wir sind vorbei. Ja, safe. Wir sind gleich am End. Oh mein Gott. Froschi! Oh. Froschi, wir finden's, wir finden's. Froschi! Froschi! Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das nächste Mal werfen. Wait, dann ist es hier. Wir werfen nochmal. Ja. Bitte geh nicht kaputt.
geil. Geil, geil, geil. Okay, hier ist es. Okay, warte, wir müssen einen Gang machen für Froschi, damit der da gleich chillig rein kann. Ja, ungefähr so. Okay, yalla. Und jetzt hier runter. Und das machen wir jetzt aber mit Froschi. Da ist er. Oh mein Gott, Froschi! Komm mit. Wir haben den Scuffed Stronghold irgendwie gefunden. Oh mein Gott. Froschi, bitte komm, wir müssen jetzt das Portal suchen. Digga, das ist das Stronghold in der Lush Cave. Let's go! Enderperle. Ist hier der Eingang? Ja, wichtig und richtig. Das ist ein Enderman. Bitte drop 3. 2. Immerhin. Gut. Oh mein Gott, noch eine Enderperle. Wichtig. Hier unten ist aber, glaube ich, gute Route. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Kommt der hier hoch? Froschi. Kommst du sofort hier hoch? Du Gottloser. Ich hab kein Wasser. Bitte komm hier hoch. Aber schnell. Sofort hier rein. Sofort zubauen. Sofort das hier. Wir machen auch sofort das hier. Zack. Oh mein Gott. Okay, wir haben 6. Wir haben 9. Bitte stecken 3. Ja. Ich kann das nicht mehr. Uns fehlt ein Auge, um da reinzugehen. Froschi, du bleibst jetzt kurz hier. Ich suche noch ein Auge. Digga, ist es nicht möglich, hier jetzt einen Enderman zu finden? Ey, wir gehen jetzt ehrlich hin. Aber wait, wenn ich hier rausgehe, was passiert dann? Niemals kommst du beim Alten raus. Walla sogar. Egal, wir probieren unser Glück. Halt's Maul. Bitte reicht das. Oh mein Gott. Yalla zum Portal jetzt. So, pass auf. Wir hatten ja gerade das Problem, dass Froschi nicht in Nether konnte, weil wir den Nether vorladen mussten. Und ich glaube, das gleiche Problem werden wir haben mit dem End. Deswegen werde ich jetzt alles hier reinschmeißen. Froschi chillt hier im Boot. Ich werde jetzt das End laden, reinspringen, mich umbringen, hier wieder spawnen und dann gehen wir mit Froschi da rein. Yalla! Oh nein. So, moin Froschi. Ich habe gerade nichts Spannendes gemacht. Und du? So, wir nehmen alles mit. Wir werden, wenn jetzt Froschi stirbt... Oh, Bruder, bleib mal ganz kurz hier. Wenn jetzt Froschi stirbt, Chat, werden wir keinen neuen holen. Froschi 3.0 hat so viel überlebt, so viel kranken Scheiß gemacht. Ich und Froschi werden jetzt dieses Ende auseinandernehmen. Der Enderdrache, er wird so zerstört jetzt. Froschi! Yalla, Froschi, komm hoch hier. Verpiss dich. Yalla, Froschi, yalla. Froschi, ganz ruhig! Ich schwöre, ich bin so zufrieden, wenn es einfach hier rüber schafft. Wir müssen jetzt 2 bauen, wir haben keine Blöcke mehr. Froschi! 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 Komm! Froschi! Froschi, komm jetzt hier hoch! Froschi, Mann! Komm jetzt! Er ist hier, er ist im End, Digga, er ist scheiß Frosch im End! Was macht der hier? Okay, warte, wir müssen die Enderdinger kaputt machen. 1. Ich hab dem Enderman so in die Fresse geguckt, aber mit Stolz. Oh. Froschi ist im Boot! Froschi raus da! Froschi raus da! Schön. Welche stehen noch? Der hier? Schön. Den hier holen wir noch. 16 Pfeile noch. Schön. Ne, da lebt noch einer. Froschi, komm rein. Schnell, bitte, Froschi, bitte. Komm hier rein, Froschi, nein. Lebt Froschi noch? Nein. Der Enderdrache. Froschi wurde weggeschleudert, Digga. Digga, wir werden uns rächen bei Froschi. An dem scheiß Enderdrachen, du dummer Loser. F an Froschi.
Ich hab's mir schon gedacht. Also ich hätte, glaube nicht mit Froschi hier rein dürfen. Ich dachte, wenn ich hier stehe, kommt er hier runter, aber nee. Froschi, die doofe Sau. Er kommt. Der Innere. Wir hauen ihm jetzt auf die Fresse für Froschi. Für Froschi 3.0! Wir haben es nicht geschafft, mit Froschi zusammen Minecraft durchzuspielen. Aber Froschi hat uns geholfen, diesen Weg zu beschreiten. Bis hier ans Ende zu kommen. Es ist soweit. Froschi! In Ehren! Du Gottloser. Trau dich! Für Froschi! Hilfe! Für Froschi 3.0! Mit der Leine von ihm! Boom! Froschi! Er war da für uns und hat uns geholfen, dieses Monster zu besiegen. Für Froschi 3.0. Den besten Froschi, den es je gab. Wir haben es geschafft. Wir sind Froschi zu Ehren gekommen und haben es geschafft, Minecraft durchzuspielen mit Froschi. Obwohl zwei von seinen Brüdern draufgegangen sind und er. Aber Froschi wollte diesen Weg und Froschi hat uns geholfen, das hier zu beschreiten. Und damit gehen wir raus aus dem Ist vorbei. Chillig, Froschi. Halt die Fresse. Wir haben es rausgeschafft. Froschi! Alle sind wieder da! Weil wir den Enderdrachen besiegt haben. Sie sind wieder am Leben. Ey, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft, Minecraft mit dem Frosch zu spielen, obwohl der Frosch dreimal draufgegangen ist. Aber es hat Bock gemacht. No joke, es war funny.